Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meinem heutigen Gespräch mit einer wundervollen Frau. Und zwar ist das die Andrea Hammer. Hallo, liebe Andrea. Hallo, liebe Bettina. Freue mich sehr, dass ich mit dir jetzt heute sprechen darf. Ja, dito, Andrea. Du, Andrea, magst du einfach selbst ein bisschen über dich erzählen, wer du bist? Warum du machst, was du machst. Also nimm uns doch einfach ein bisschen mit in das Leben der Andrea. Ja, sehr gerne. Ich hatte selbst zwei Autoimmunerkrankungen und war also richtig schön chronisch krank, 25 Jahre lang. Und schulmedizinisch in Behandlung und war da sehr unbewusst noch, habe immer irgendwie ja gedacht, habe mich damit abgefunden, aber habe so ein, innen drin war was, kann das sein, dass man da keine Ursache kennt für Autoimmunerkrankungen, auch keine Heilung kennt. Und habe das aber dann nicht hinterfragt, weil man glaubt ja dann auch einem Arzt, die wissen ja, was sie tun. Und war da eben 10 Jahre auch in Behandlung. Und ich habe eine Tochter bekommen mit 30 Jahren. Und mein Kind hat mir so schön mein inneres Kind gespiegelt. Ich hatte eine chronisch kranke Mutter und ich als Kind hatte Verlustangst bis oben hin. Also ich war unter Dauerstress gestanden. Ne? Und als meine Tochter auf die Welt kam, hat meine Tochter, die hing wie ein Kaugummi an mir, wie mein Schatten, die hat mich überhaupt nicht aus den Augen gelassen. Und als ich so 3 Jahre alt war, im Kindergarten war, hat mich die Kindergärtnerin angerufen, hat gesagt, Frau Hammer, Sie müssen kommen. Celine hat wie Panikattacken, hat und ruft und schreit nach ihrer Mama. Und da bin ich dahin gegangen und die Kindergärtnerin, die Leiterin, hat mich erstmal so auf die Seite gezogen und ich habe dann meine Tochter gesehen und dann hatte ich wie so ein Déjà-vu. Ich hatte wie so ein, ich habe mich als inneres Kind gesehen. Verlustangst und eine kranke Mama, was ich ja auch war. Und dann wurde mir bewusst, ich wiederhole ein Muster. Das stand auf einmal im Raum. Und da war ich unheimlich schockiert und habe echt auch bitterlich geweint erstmal. Da musste ich mich auch erstmal fassen, weil ich auch gedacht habe, um Gottes Willen, mein armes Kind. Ich wusste, das war ja für mich die Hölle. Immer mit dieser Angst um die Mama. Und dann bin ich wirklich losgerannt, nicht wegen mir, sondern wegen meiner Tochter. Und habe dann gedacht, okay, irgendwie muss ich was machen? Und ich wusste, ich hatte keinen Plan. Ich wusste auch nicht, an was ich mich wenden soll. Interessanterweise, suchet, so werdet ihr finden. Na, ich habe das so ausgesendet. Boah, ich brauche irgendwas, muss ich tun. Das möchte ich meinem Kind nicht antun. Und dann kam irgendwie so ein Impuls von jemandem, hat gesagt, du geh mal dahin. Da ist eine gute Heilpraktikerin. Und da bin ich dann gelandet. Die war im Allgäu, ich sitze in Mannheim, bin dann also eine Weile auch gefahren. Und die hat dann gesagt, Frau Hammer, wir müssen hier in der Kindheit aufräumen. Sie sind stark traumatisiert. Und dann fing das da an. Habe dann da auch gemerkt, oh, das wird besser und leichter. Und dann habe ich gemerkt, okay, in die Richtung muss ich gehen. Und ich habe dann bin dann bei einem anderen Therapeuten gelandet. Also ich habe immer so eine gute Führung gehabt, das weiß ich heute im Nachhinein. Ich wusste immer, wo ich hin muss. Mit Hypnose, mit allem möglichen, also aber energetischen Sachen. Ich habe keine Gesprächstherapie gemacht. Ich wusste, das muss auf einer anderen Ebene geheilt werden. Die Emotionen müssen geheilt werden. Und das war dann ein Weg, es war ein langer Weg für mich, weil ich mir alles zusammensuchen musste. Und habe dann schlussendlich auch, ich habe das hinbekommen, ich habe gemerkt, mit jedem an mir arbeiten und auflösen und das in die Heilung bringen, ging es mir ein Stück besser. Es war wie so ein Puzzleteil. Und irgendwann mal habe ich dann auch selbst meinen Heilpraktiker gemacht und habe dann immer da auch weitergeguckt, wie kann ich Traumata heilen? Wie, also ich habe mich immer weitergebildet, ich habe alles Mögliche an Ausbildungen gemacht, Hypnose und eine schamanische Ausbildung und habe also wirklich alles gemacht, was es auf dem Markt gab.
Und habe dann da auch immer, es war immer natürlich primär, es war immer, es ging immer noch um meine Heilung, aber habe das natürlich dann auch an meine Patienten weitergeben dürfen. Und irgendwann mal war ich nachts im Bett gelegen und habe so einen Satz in mir gehabt, ich will zu 100% frei sein von allen Belastungen, weil ich gemerkt habe, ich hatte ja so viel aufgeräumt und ich hatte auch meine Heilung gefunden, aber es kam immer wieder was vom Unterbewusstsein hoch, immer wieder wurde was hochgeschoben und dann war ich mal nachts im Bett und habe gesagt, habe ein ernstes Gespräch mit Gott, mit der Quelle gehabt und habe gesagt, Leute, ich möchte das so nicht haben. Ich weiß, dass es auch anders geht. Hier stimmt was nicht. Und dann war dieser Satz in mir, ich will frei sein von allem. Und ich wusste in mir, das geht. Das ist so gedacht. Ja. Und irgendwann mal bin ich auf es war eine Speakerin, ich habe einen Online-Kongress auch veranstaltet, der Chronisch-Gesund-Kongress. Da hat eine Speakerin mal gepostet, ich war auf einem Seminar, das ist nicht von dieser Welt, das hieß absolute Freiheit. Und da wusste ich, das ist es, da muss ich hin. Ich habe mich da sofort angemeldet und ich sag jetzt mal, meine Seele hat auch zu mir gesagt, wir wollen, dass du dich zeigst, wir wollen, dass du Seminare gibst. Und ich wollte das gar nicht. Ich habe so, lasst mich, ich will das nicht, ich kann das gar nicht. Und dann entstand der Online-Kongress. Und danach bin ich auf dieses Seminar gegangen, die absolute Freiheit. Und da habe ich gefunden, was ich gesucht habe. Also ich hätte auf den Tischen tanzen können während dem Seminar schon. Und das Seminar war eben vom Forschungszentrum für Bewusstsein. Und da wusste ich auf einmal auch während dem Seminar, die Arbeit soll ich weitergeben. Ich habe da einen Platz und da soll ich hin. Und habe das dann auch dann schon geschrieben während der E-Mail, während dem Seminar eine E-Mail. Und irgendwann mal Wochen später, mein Mann hat gesagt, oh Gott, Schatzi, der kennt dich doch gar nicht, du kannst nicht schreiben, ich habe dann Platz, ich soll die Seminare weitergeben. Ne? Da denkt, du spinnst. Und dann habe ich das aber weggeschickt und nach ein paar Wochen kam, ja, Andrea, danke für deine E-Mail, es ist so. Und so war es dann auch. Und das ist jetzt die Arbeit von Christoph Fasching. Das ist eine Bewusstseinsarbeit. Also es gibt viele Wege, die nach Rom führen, nach Hause führen. Für mich ist es der schnellste Weg. Also das, was ich gesucht habe, habe ich da bekommen. Und durch diese ganzen Prozesse über die letzten 4 Jahre, ich habe da nichts anderes mehr gemacht. Ich war angekommen und bin Prozesse durchlaufen und bin geschult worden auch von der geistigen Welt. Und ich wusste, und am Anfang war das auch nur Lippenbekenntnisse. Ich wusste, wo ich herkomme. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin Licht und Liebe. Ich komme aus der Quelle. Ich bin die Quelle. Ich bin halt hier als abgespaltener Anteil hier rein inkarniert. Mir war klar, ich muss mich aus diesem 3D-Feld, aus dieser Matrix erheben. Ich muss da rauskommen. Und das ist die Arbeit, die ich heute mache. Und alles, was niedrig schwingend ist, musst du mit einer höheren Frequenz auflösen. Kannst du mit einer höheren Frequenz auflösen. Das ist das Wunderbare. Und ich wusste, dass es von der Quelle leicht, dass alles, was da rauskommt, dass das leicht geht. Ja, wir müssen nicht 100.000 Jahre meditieren und die Chakren reinigen. Da komme ich auch her. Ich habe das auch alles gemacht. Aber ich konnte dann und kann auf die Quelle zugreifen. Ich bin ein Teil davon und kann mit dieser hohen Frequenz niedrige Frequenzen anheben und auflösen, in die Heilung bringen. Ich richte das in die Vertikale aus, energetisch. Das kann jeder, ja, wir sind es alle. Das ist nicht, dass ich jetzt hier der Superstar bin und nur ein paar wenige das können. Nein, wir haben das alle in uns. Das Einzige, und das ist die Riesenchallenge, was wir machen müssen, wir müssen ins Herz kommen. Ich muss mich verbinden können eben mit dieser Frequenz. Und da ist der erste Schritt für mich eben, dass ich mich über diese Welt, also allen Ballast, den ich habe, und ich war voll mit Ballast aus dieser Inkarnation, aus vielen anderen Inkarnationen,
dass wir das in die Heilung bringen. Und dann passiert automatisch das, dass wir in eine höhere Schwingungsfrequenz kommen, weil wir ja Ballast abwerfen. Und da fängt es halt an, dass viele nicht wissen, ja, wie kriege ich denn das hin? Und da gibt es eben Methoden, dass das funktioniert. Aber dass der Zauberschlüssel ist oder das Zauberwort ist dranbleiben. Ich kriege so viele, ich lerne so viele Menschen kennen, die machen dann ein bisschen was und dann fallen die wieder zurück in das alte Muster. Oder glauben auch ihrem Kopf. Der Kopf ist mein schlechtester Berater. Der Kopf kann auf diese Energie, auf die Quelle, auf meine Seele nicht zugreifen. Also ich muss ins Herz kommen. Und das ist das, was jeder Teilnehmer als Hausaufgaben hat. Immer wieder dieses Üben, dass ich mich mit dem Herzen verbinde, mit der Aufmerksamkeit hier bin und wirklich aus diesen alten Feldern draußen bleibe und auch aus dieser, was da alles draußen, dieses 3D-Feld, was da alles an Informationen, das ist auf uns schwappt und was wir lesen oder viele gucken schon keinen Fernsehen mehr, aber immer noch genügend. Also diese Informationen sind sowas von niedrig schwingend und die halten uns in dieser Matrix gefangen. Und deswegen, das Ziel ist wirklich zu beobachten, sich darüber zu erheben und dafür muss ich an meine Themen ran, die auflösen, dass ich mich aus diesem Feld erheben kann und dann nur beobachten. Ich bediene dieses Feld überhaupt gar nicht mehr null. Ich beobachte und alles, was hier ist, ob die jetzt die Menschheit hier Krieg spielt oder Corona, ich spiele dieses Spiel nicht mit. Und das müsste jedem bewusst sein, dass, haben wir alle schon 100.000 Mal gehört, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich mich mit die Nachrichten anschaue oder höre oder was lese, fließt da nicht zeitverzögert, sondern sofort meine Energie dahin. Und da muss ich mich fragen, tut mir das gut? Möchte ich das, dass dieses Energiefeld genährt wird? Ja, und das ist vielen nicht bewusst. Das heißt, wenn ich bin in meiner Frequenz und ich merke sofort, die Grundenergie von mir ist Ruhe und Frieden. Ich bin so aufgeräumt, ich habe eine grundlose Freude in mir. Ich freue mich meines Lebens, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich bediene diese ollen Felder hier nicht mehr. Ich beobachte, ich segne diese Welt, aber ich weiß, das ist das Spielfeld dieser Welt hier. Diese Dualität, man vergisst, wer man ist, wenn man hier rein inkarniert, ja. Und dann nimmt es seinen Lauf. Und diese Welt und diese Themen und Corona oder Krieg kann nur leben, weil es mit Energie gefüttert wird. Mit der Energie von den Menschen, die sich damit beschäftigen. Ja. Und das Ziel wäre oder die Lösung wäre, draußen zu bleiben. Ich sage jetzt mal, Gott, das Universum, die Quelle, wie auch immer man das nennen möchte, ist Liebe. Und diese Liebe scheint auch in dieses Feld. Aber die Liebe mischt sich da nicht ein. Die sagt, hey, das ist das Spielfeld hier. Ihr wollt es spielen. Ja, und wir freuen uns über jeden, der sich hier rauswindet und erwacht und erkennt, hey, ich bin Licht und Liebe. Ja, und das ist ein Prozess. Aber ich muss eine Entscheidung treffen für mich. Ich muss sagen, okay, ich gehe den Weg des Lichts der Liebe. Es waren immer bei mir Entscheidungen. Ich wusste auf einmal, ich gehe den Weg meiner Selbstheilung. Und dann auf einmal wusste ich, ich gehe den Weg meiner Selbstliebe. Und das hat sich dann entwickelt, aber mein Fokus war immer auf solchen Sachen. Nie, ich war immer an Lösungen orientiert. Wie ist die Lösung? Und manchmal weiß man die Lösung nicht, aber ich wusste, meine Seele, mein höheres Selbst kennt die Lösung. Also daraus hole ich mir die Informationen. Und dieses Ich bin Licht, ich bin Liebe, das sind am Anfang Lippenbekenntnisse. Ja, das ist was, was man noch nicht so fühlt, die meisten. Das muss sich auch entwickeln. Das muss durch alle Ebenen und Schichten durch. Und das war so ein Mantra von mir. Und irgendwann mal nachts, ich gehe immer, egal, ich bin immer mit meinem Herzen verbunden. Das habe ich so auch so trainiert, unkonditioniert, weil sonst ist der Fokus immer im Kopf. Und ich habe irgendwann mal gesagt, nee,
Ich will im Herzen sein. Und irgendwann mal bin ich nachts aufgewacht und bin sofort in mein Herz bewusst und habe dieses Mantra: Ich bin Licht, ich bin Liebe, Gottes Kraft durchflutet mich. Auf einmal bin ich so erschrocken. Ich bin so richtig so hoch, weil ich es gefühlt habe. Auf einmal ist es nicht mehr, es war kein Lippenbekenntnis mehr, sondern es war, boah, ich bin das wirklich. Und alles ist in uns. Der Mensch ist auf der Suche immer im Außen nach Hilfe. Und das war ich ja auch. Ich habe auch dann immer, und die Leute, zu denen ich dann gekommen bin, die Therapeuten, die haben auch mich ein Teilstück ja auch weitergebracht. Es war immer alles gut. Und heute, und das, man kann, das wäre eine Abkürzung, heute muss ich, mein Heilungsweg ging 25 Jahre. Heute weiß ich, es muss keiner mehr 25 Jahre lang suchen und machen, sondern das ist die Abkürzung, wirklich ins Herz zu kommen und zu wissen, sich nach oben auszurichten und zu wissen, und auch, ich habe oft gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich jetzt machen soll, was die Lösung ist. Ich habe keine Ahnung, aber mein Fokus war nach oben ausgerichtet. Und ich war auf Empfang. Ich habe gesagt, okay, ich bin bereit für die Lösung, was auch immer das ist. Und irgendwann weiß ich auch, die kommt. Und so war es immer zu 100%. Das heißt, alles ist in mir. Die Lösung ist auch schon in mir. Und ich brauche nicht im Außen suchen. Und es gibt wundervolle Therapeuten, die einen dann ein Stück weit begleiten, ja, und auch dahin bringen. Ja, da begleite ich viele Menschen, dass die erstmal das erkennen und mir und diese ganzen niedrig schwingenden Sachen aufzulösen, unsere Erfahrungen, Traumata, da haben wir ja viel. Aber dann kann jeder alleine weiterlaufen. Und das Wichtigste ist halt wirklich dieses, das muss das Ziel sein. Also ich glaube, wir sind hier, um wirklich zu erkennen, zu erwachen, wer wir sind. Sind wir wieder hier rein inkarniert. Und dann hier auf dieser, auf alles heilen, alle Seelenanteile geheilt zu uns zurückholen, dann steige ich auf, mein Fokus ist nach oben ausgerichtet. Und ich sage, habe oft gesagt, ich weiß, ich bin das, ich fühle es noch nicht, aber ich bin Liebe, ich bin Licht. Also mein Fokus war immer nach oben und nicht nach unten. Wir beschäftigen uns einfach oft mit Sachen, die uns gar nicht dienlich sind. Also darf man sich oft fragen, tut mir das jetzt gut, was ich gerade mache? Sogar auch manchmal gut verpackte Sachen. Also unlängst hat mich jemand angerufen und hat gesagt, mir geht's total schlecht. Und die Dame hatte sich mit einem Earth-Heiler-Kongress da beschäftigt und der ging es dann schlecht. Ja, und ich sage nicht, dass der Kongress schlecht war, aber da war so viel Energie drin, das haben so viele Tausende von Menschen angeschaut und das ist das auch die Energie dann von diesem Kollektiv mit drin. Also da war auf einmal ein schweres Feld da. Ich bin da nur kurz rein, habe gedacht, oh, okay, und dann haben wir es bereinigt, dann war es auch wieder gut. Also wir müssen ins Fühlen kommen. Wir haben uns so vom Fühlen abgeschnitten. Ja, Menschen, die krank sind, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich wusste ja nicht damit, was Sache ist. Wir drücken alles weg. Also wir haben so ein paar Kisten in uns. Ja, da ist eine Kiste mit Wut, mit Trauer, mit Ohnmacht, mit irgendwelchen Erfahrungen. Und wir wussten halt nicht, wie wir es heilen können. Und deswegen wird es weggeschoben. Und diese Kisten sind halt im Energiesystem da. Die lösen sich leider Gottes nicht von alleine auf. Ja, da muss ich halt ran. Und wenn du weiter wegschiebst und wegschiebst und wegschiebst, die Seele, das Leben meint es immer gut mit uns. Das sagt, hey, da ist was, guck doch hin. Ja, und das Schöne ist ja, wir kriegen es durch andere Menschen, werden wir angetriggert. Das ist ein Geschenk, zu erkennen, hey, hier ist eine Wut nicht aufgeräumt oder was auch immer angetriggert wurde. Also alles, was einem im Außen passiert, ob es der Chef ist, ob es der Partner ist, wenn es was mit mir macht, hat es was mit mir zu tun und der andere spiegelt es mir nur. Deswegen, ich freue mich über jeden, Robert Betz sagt immer so schön, der Arschengel, ja,
Über jeden Arschengel, weil dann würde ich, dann erkenne ich, boah, da habe ich immer noch Wut, ja, oder immer noch Trauer oder was auch immer. Und auch dieser körperliche Schmerz ist ein Weckruf. Hallo, da ist was nicht aufgelöst. In dem Schmerz ist ein Thema, das nicht geheilt ist. Also deswegen nur über die Annahme geschieht Heilung. Ich muss das erstmal annehmen und sagen, okay, da ist was, da ist ein körperlicher Schmerz, ein Symptom oder eine Emotion und es ist für dich. Es ist nicht gegen dich, für dich. Dass du es heilst, dass du guckst, hey, da ist was. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen einhaken. Also erstmal vielen, vielen Dank, ja, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Weg. Und also es sind jetzt ganz viele Sachen aufgepoppt, aber ich wollte dich jetzt nicht unmittelbar unterbrechen. Also ja, ich bin vollkommen bei dir, dass es darum geht, die Frequenz zu erhöhen, ja, und dass es letztendlich nichts außerhalb von mir gibt. Das bedeutet für mich persönlich aber auch, wenn da ein, sage ich jetzt mal, vermeintlich schweres Feld ist in irgendeinem Kongress, dass das nur in Resonanz gehen kann, wenn es das in mir gibt. Ja, Ja, also eben. sprich, das hat keine Macht über mich. Also ja, also das ist, fällt auf einen fruchtbaren Boden in mir. Und dann kann ich das erleben. Also auch da würde ich sagen, geht es um diese Frequenzerhöhung. Und was ich, ja, also was du gesagt hast, ja, also früher hätte ich gesagt, yes, absolut, ne? Also mit diesen Themen auflösen. Es müssen alle Themen erlöst werden. Ich sehe das heute wirklich vollkommen anders, ja, weil wir sind diese unbegrenzten geistig-spirituellen Wesen. Und es geht darum, wirklich, und dass wir uns daran erinnern, ja. Und wenn ich das weiß, dann brauche ich nicht mehr in der Vergangenheit rumstöbern und wieder ins Schmerzthema und. Ich fühle, wir leben in einer neuen Zeit, wo es das einfach nicht mehr braucht. Punkt. Das stimmt, Bettina, gebe ich dir zu 100% recht. Aber die Aber. Erfahrung jetzt zeigt ja, also die Menschen müssen ja erstmal, die, die jetzt zu mir kommen, die müssen ja erstmal, die glauben das ja nicht. Die hängen ja volle Kanne in ihren Feldern drin. Und da ist da, und ich muss nicht immer, ich muss nicht alles heilen, ich muss auch nicht alles wissen, mich interessiert es gar nicht. Mich interessiert es auch oft gar nicht. Oder auch wenn ich arbeite mit den Menschen, dann nehme ich das wahr, kann das ausrichten nach der Liebe. Und dann merken die schon, boah, krass, das ist ja weg. Muss ich jetzt gar nicht wissen, was das Thema war? Nee, wir müssen es oft gar nicht mehr wissen. Es gibt ein paar Klopper, wo die Seele sagt, da musst du noch mal richtig reinschauen, weil du die Erkenntnis brauchst. Das passiert auch. Du hast recht. Aber die Menschen, die meisten, die kommen, sind ja auch wirklich, die sind noch volle Kanne in diesem, in ihrer Matrix oder nennen es Akasha-Chronik. Oder was, dass sie hängen die voll fest. Und da, oder glauben das, also das ist so, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, es gibt so Menschen, ich ziehe sehr viel Menschen an, die schon selber sehr weit stehen, da stehen und die das dann auch, die können das, ja, die laufen da durch das Seminar und sagen, boah, krass, jetzt kann ich das noch besser. Ja, also da tut sich ja auch immer was. Aber es gibt auch viele, die sagen, die gerade wirklich aus einer Krankheit kommen und auch schwerst krank sind und die jetzt vor lauter, die sind zugeschüttet, die da gar kein Land sehen. Und da muss man ein bisschen aufräumen, aber ich muss auch nicht in alles rein. Was du vorhin gesagt hast, das fand ich sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja, also dieses, ich sage jetzt mal in meinen Worten, im Kampf sein. Ne? Ich sehe irgendwie was in der Welt und das möchte ich nicht haben oder ich habe eine Diagnose. Also lass uns mal sagen, Krebs will ich nicht haben. Ja, also dann gehe ich in den Widerstand, in den Kampf und habe letztendlich meinen Fokus auf dem, was ich gar nicht haben will. Und das ist, glaube ich, so noch so ein großer Irrtum im Denken vieler Menschen, ja, dass sie glauben, sie müssen sich wehren und dann auf die Straße gehen und die Fahnen schwingen und ich muss gegen den Krebs kämpfen, ums Überleben muss ich auch kämpfen, kämpfen, Ja, kämpfen. Kampf, Kampf, ja. Und das ist auch eine schwere Energie.
Und das hält mich auch da unten. Also es wirkt, wenn die Menschen, die da auf die Straße sind, jetzt nehmen wir Corona, das waren, hat man das schön beobachten können. Hab ich mal gedacht, boah, wenn die wüssten, dass die jetzt genau da die Energie da reinfließt, gegen was sie gerade laufen, ja, gegen Corona. Aber das Feld wurde dadurch genährt. Also das Ziel ist es, oder die bessere Lösung wäre es, zu beobachten. Und nicht zu, meine Energie steht zu 100% mir zur Verfügung und für mein Bewusstwerden, für mein, ja, ich nehme nur meine Energie für mich persönlich, für meine Transformation. Bewusstsein hat ja keine Grenze. Ja, das geht immer höher, höher, höher. Und für mich findet Heilung wirklich nur im Bewusstsein statt. Alles andere, das muss im Bewusstsein stattfinden. Und dann verändert sich auch die Materie. Aber wenn ich nur, ja, also wir wissen ja, Geist beherrscht die Materie. Aber da muss ich einfach ausgerichtet sein nach oben. Dann weiß ich, ich bin Kanal. Und dann kann auch diese hohe Frequenz fließt einfach durch mich durch und bringt die Sachen, die Unlicht sind, löst es auf. Aber da muss ich meinen Fokus einfach halten und raus aus diesen niedrig schwingenden Feldern bleiben. Das bringt mir 0,0 nichts. Ja, und dafür braucht es dann wiederum diesen Willen, ne, dass man das halt auch Ja, will. Und das Thema genau. Entscheidung, das hast du auch Ja, ausgesprochen, ne? Du ja. hast eine Entscheidung getroffen. Genau, ja. Ich will Heilung. Ich gehe den Weg der Heilung. Ich gehe den Weg der Eigenliebe. Ja, ich gehe den Weg des Lichts, der Liebe. Da ist mein Fokus immer, immer drauf. Und dann geht es immer weiter. Und dann kriegst du neue Erkenntnisse und denkst, ach Gott, ja. Oder dann fühlst du das immer mehr. Und je mehr die Energie folgt der Aufmerksamkeit, je mehr ich ja da ausgerichtet bin, umso mehr fließt meine Energie da rein. Und irgendwann mal wusste ich, ich bin dieser, ich bin ein Kanal, ich bin Licht und Liebe, ich bin das zu 100%. Ja, ich muss gar nichts machen. Es gibt in der Ebene des Seins ja gar nichts zu tun. Sei einfach, folge der Freude, der Leichtigkeit. Aber das ist ja auch dieses hier muss ich ja in dem alten Feld, in dieser Matrix, muss ich, ist ja der Kopf der Antreiber, der sagt, du musst jetzt das und das machen. Du brauchst das, du musst arbeiten, um zu leben, ja, um hier Nahrung zu kaufen. Du musst, du musst, du musst. Ja, klar, ist hier Geld und ich gehe einkaufen oder ja, brauche Geld zum Anziehen und so. Aber ich mache die Arbeit, die mir Freude macht. Also ich muss nicht eine olle Arbeit verrichten, wo ich jeden Tag denke, oh, ich könnte kotzen, ja, und hocke in der Arbeit. Das heißt, das ist in meiner Verantwortung und das kann ich lösen und sagen, okay, jetzt wage ich mal und bin mutig und sage, ich verändere das jetzt und suche mir was anderes. In der Quelle, da ist ja nur Fülle. Dieses ganze Mangelgedöns hier, Mangel an Krankheit, Mangel an Liebe, Mangel an dem richtigen Job, an Geld, gehört auch in dieser Matrix. In der Quelle, es gibt nur Fülle. Ich bin die Fülle. Ja, also ich sage immer, geht der Schöpfung aus dem Weg mit euren Gedanken, sondern stellt euch wie ein Sterntalerkind. Ich bin das und ich erlaube mir auch, das zu leben. Ja. Andrea, für Menschen, die das jetzt schauen und die jetzt irgendwie auch noch gerne ja, wissen möchten, Mensch, wie kann ich denn das machen? Das ist natürlich der Verstand, der das wissen will. Ja, was würdest du sagen? Also wenn ich jetzt gerade eine Diagnose bekommen habe, da ist Angst, da ist Ohnmacht, wie komme ich jetzt in diese höhere Verbindung und damit in eine höhere Frequenz, kurz und knackig. Also erstmal annehmen, das, was ist, annehmen. Ja, also nicht wegdrücken wollen, ich will das nicht, sondern sagen, okay, das habe ich jetzt unbewusst, habe ich das erschaffen. Wir sind ja immer Schöpfer. Ne? Und das habe ich erschaffen, war mir halt nicht bewusst so. Also ich nehme das jetzt an und versuchen, ins Herz zu kommen und zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt die geistige Welt nicht sehen kann und noch nicht so 100% vertraue, aber ich gebe das jetzt mal nach oben ab und sage, okay,
Führt ihr mich? Macht ihr? Das wäre das eine, aber auch, das ist das, was ich damals gemacht habe. Jetzt gibt es wundervolle Therapeuten, Bettina, ja, und viele andere. Und sich da vielleicht auch eine Unterstützung suchen am Anfang, dass man da ein bisschen Land sieht und dann, aber Ausrichtung muss auf die Heilung sein und zu wissen, es gibt die Heilung und es ist in mir und manchmal brauche ich halt, ich habe mir auch Therapeuten geholt am Anfang, ne? Wirklich jemand auch holen, vielleicht zur Unterstützung, wenn man allein nicht rauskommt. Aber die Ausrichtung auf Heilung einfach und auf die Lösung, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Und fühlen, oder? Fühlen, ja, es geht ums Fühlen, aber da haben ja so viele Menschen auch schon das Problem, ja. Also fühlen, auch was macht die Krankheit mit mir, dass ich das jetzt habe, ja. Und da kommt Ohnmacht, da kommt Schmerz, da kommt weiß Gott was. Das alles, okay, das darf alles da sein. Allein wenn ich das schon durchfühle, wird es leichter. Ja, fühlen ist hier, ja, mit das Wichtigste. Wir müssen ins Fühlen kommen. Ja. Und Andrea, du bietest selbst Seminare an. Du arbeitest unter anderem auch im 3E-Zentrum. Das wird viele Menschen jetzt interessieren, die jetzt auf meinem Kanal unterwegs sind, weil es sind ja viele Krebsbetroffene. Also du bist auch im 3E-Zentrum in wie heißt dieser Ort? Buch? Buch. Buch. Also das 3E-Zentrum von Lothar Hirneise und Klaus Pertl. Dort bist du tätig. Also magst du einfach noch ein paar Worte über deine Arbeit sagen? Also es ist wichtig darum jetzt, da wird ja entgiftet. Also wir müssen den Körper auch ein bisschen unterstützen am Anfang. Und dann wird auf der mentalen Ebene auch gearbeitet. Also wir sind der Denker, ich entscheide, was ich denke. Also hier auch Stopp sagen, weil der denkt hier viel Mist da oben. Ja, da geht immer in Angst, in Zweifel, wenn das nicht klappt und wenn das jetzt noch passiert. Da wirklich auch bewusst Stopp sagen. Und meine Arbeit im 3E-Zentrum ist wirklich die auf der Seelenebene, das zu heilen, in Kontakt zu kommen mit der Seele, mit dem Herzen. Und es ist wirklich schön und toll. Ich freue mich jedes Mal, wenn man auch selbst einen Schmerz, der jahrzehntelang da war, kann man, Achtung, und das kann jeder, man muss es halt lernen, mit dieser hohen Frequenz sofort transformieren. Und da finde ich immer gerade so Menschen, die jetzt, manche werden ja durch ihre Erkrankung jetzt gezwungen hinzugucken. Ja, da tut es jetzt richtig weh und jetzt geht es um Leben und Tod bei vielen. Und die werden ja gezwungen vom Leben jetzt hinzugucken. Und es sagt auch die Seele, hey, guck endlich hin. Ja, und das sind viele, die jetzt gar nicht so bewusst sind, die gezwungenermaßen da sitzen, ja. Und für mich ist, da freue ich mich immer so, wenn ich dann auch mit den Menschen arbeite und plötzlich ein Schmerz einfach weg ist. Oder ich sage, hä? Das gibt's nicht. Also da wird dann da schon das Bewusstsein ein bisschen geöffnet, dass sie plötzlich denken, okay, was ist jetzt hier los? Das kann doch gar nicht sein, ja. Und das ist so schön. Also da ist es wirklich auf allen Ebenen. Für mich die wichtigste Ebene ist wirklich auf dieser Seelenebene zu arbeiten, im Bewusstsein zu arbeiten. Und dann zieht die Materie nach. Also da, das ist meine Arbeit dort. Wunderbar. Schön. Vielen, vielen Dank, liebe Andrea, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich Klasse. danke dir. Vielen Schön. Dank dir.